Hallo, ihr lieben Geschichtenfasta. Entweder seid ihr es schon oder ihr wollt es noch werden. Hier ist eure Paragraphen Silvia und ich möchte euch zwischendurch mal eine Nachricht geben über etwas, was bei mir gerade so abgeht. Und weil das ja immer alles sehr authentisch ist, möchte ich es euch mitgeben. Und zwar, Überschrift ist: Was hat denn Geschichtenfasten mit Entscheiden zu tun? Oh. Wenn du den Kurs Geschichtenfasten, den einen oder den anderen oder beide bei mir gemacht hast, dann hast du ja schon Geschichten entlernt aus deinem Vorleben und du hast auch schon gelernt oder bist aktiv dabei, tolle neue Geschichten zu schreiben für das, was in dein Leben kommen soll. Und ich habe gestern und vorgestern extremst, extremst, Freunde, gemerkt, was Geschichten, wie wichtig Geschichtenfasten ist, wenn man Entscheidungen für das restliche Leben treffen möchte. Denn ich habe überlegt, ob ich noch mal eine Ausbildung anfangen soll mit 62. Und tatsächlich ist da ja nichts gegen einzuwenden. Aber was da an Film und an Geschichten abging, weshalb das doch nicht sinnvoll sein könnte, ist unglaublich. Also, wenn ihr den Geschichtenfastenkurs den einen oder anderen gemacht habt, dann seid ihr euch 100% deutlich bewusster über die Sachen, die ihr euch so erzählt, dass ihr es überhaupt merkt, dass ihr euch was erzählt, was von gestern ist. Das ist so, so wichtig im Leben, denn wie willst du Entscheidungen treffen, die sich in 20 Jahren in deinem Leben richtig, richtig toll auswirken, auch in 2 Jahren, auch in 5 Jahren, wenn du das auf der Basis von den Geschichten, die du dir erzählst, von vor 20 Jahren? Also richtig, richtig schrecklich, ehrlich gesagt. Und ich habe mich selber vor meinen eigenen Gedanken erschrocken und deswegen habe ich gedacht, okay, stopp, 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 stopp. Schreiben. Wir müssen schreiben. Wer schreibt, der verzettelt sich auch nicht. Und natürlich sind viele Zettel auch nicht hilfreich. Das Kapitel hatten wir wann anders schon, aber egal. Also, um Klarheit zu kriegen, ist mal schreiben. Journaling kennst du vielleicht, dieses Tool. Wer es noch nicht kennt, geht mal auf die Seite von Ela Freudenmeer. Ganz grandiose Lehrerin zum Thema Journaling. Und ein Elo hat sie auch. Also, insofern, wer gern mit mir lernt, der lernt auch gern mit Ela. Also, Journaling und mal rausschreiben, was da so aus dir rauskoddert. Weil tatsächlich, ich musste hinterher lachen, was ich da alles aufgeschrieben habe. Ich habe so eine Dafür- und Dagegen-Liste gemacht und habe das auch richtig ausführlich in meinem Köpfchen ablaufen lassen als Film. Also wenn du das jetzt nicht so entscheidest, wie sieht dann die Zukunft aus? Wenn du es jetzt so entscheidest, wie sieht dann die Zukunft aus? Richtig, richtig grandios. Also ihr Lieben, wenn ihr bisher noch nicht Geschichtenfasten mal gebucht habt in der einen oder anderen Variante und vielleicht den Doppelpack möchtet, 2 für 1, da kommt Ostern was, dann solltet ihr es nochmal überlegen. Denn alle Entscheidungen, die ihr trefft, insbesondere große, da fangen wir gerne mal an, uns wirklich Sachen aus der Vergangenheit, die zurückgehen bis zur Amöbe so ungefähr, zu erzählen. Und ihr dürft da ganz genau reingehen und mit einem Chirurgenmesser sezieren, ist das wirklich, wirklich wahr, was ich mir hier erzähle? Und wenn es denn wahr ist, kommt die nächste Frage. Will ich es wirklich in Zukunft so haben? Weil
Ja, klar, wir können uns an Vorurteilen, Geschichten und so aus der Vergangenheit, davon können wir uns bremsen lassen. Aber doch nur, wenn wir in Zukunft nicht Gas geben wollen. Dann wird es immer bei dir so bleiben, dass du auf Gas und Bremse stehst. Und das ist in jedem Lebensbereich so. Das ist egal, ob du, ob es um die Gesundheit geht, oh, ich kann das nicht, weil, oder ob es um den Beruf geht, nein, diese Fortbildung kann ich jetzt nicht machen, weil ich kann mir das nicht leisten, ich habe ja gerade was anderes. Und es ist völlig egal. Schau genau hin, wo die Geschichten herkommen, die du dir erzählst. Sind sie überhaupt deine eigenen oder sind es Fremde? All diese Sachen habe ich in dem Kurs mit ganz viel Ruhe und Liebe dir serviert. Am nächsten Mittwoch. Morgen! Morgen ist der letzte Tag. Ich bin ganz, ganz traurig, denn ganz ehrlich, dieser Kurs, der macht mir so viel Freude, weil er so praxisnah ist. Und die Zeit ab Karneval bis Ostern ist so schnell vergangen. Ich freue mich schon, ganz ehrlich, ich freue mich schon, wenn ich die Vertextungen mache von diesen beiden Kursen, jetzt von letztem Jahr und von diesem Jahr, um mir das nochmal alles bewusster zu machen. Du kennst ja einen meiner Lieblings-Coaching-Sätze, das VW-Prinzipien, Gesetze, Gesetze. Das VW-Gesetz hört sich auch cool an, sowas gibt es ja. Okay, sollte es geben. Das VW-Gesetz. Gute Vorbereitung und vor allen Dingen tausendmal wiederholen, damit so wird wie Zähneputzen. Ja? Damit du gleich, wenn die Geschichten hochkommen, sagen kannst, ah, da ist wieder eine. Nicht mit mir. So, und wenn ich mir das jetzt alles als Text und den dann noch Korrektur lese und so, freue ich mich total. Und das hat mich auch auf die Idee gebracht, weil ich das noch machen muss. Da können wir auch ein Buch draus machen. Weil vielleicht magst du das auch als Buch oder Hörbuch. Also man kann so viel mit einem Produkt machen, wenn man es einmal auf die Welt gebracht hat. Da habe ich im Moment sehr viel Freude dran an diesem Gedanken. Und Silvia hat nicht nur Gedanken, sondern Silvia setzt um. Und weil ich umsetze, bringe ich das auch furchtbar gerne den Leuten bei, die mir folgen. Und deswegen sehen wir uns hoffentlich Ostern. Am Ostermontag bis den Samstag danach. Jeden Morgen 11 Minuten. Fokus. Mein Kurs zum Umsetzen. Du hast eine Idee und du hast vielleicht eine Idee schon gefühlt 100 Jahre und die liegt im Schrank oder du hast schon fünfmal angefangen, die umzusetzen. Und jetzt kriegst du fünf Tipps. Oder sechs. Ich bin's mehr wert. Und dann setzt du es wirklich um. Vielleicht scheitert es bisher nur daran, dass du dir nicht wirklich vorstellen kannst, wie es ist, wenn du das tatsächlich umsetzt. Vielleicht ist das so erschreckend, dass du sagst, oh nee, die Idee ist so geil. Wenn das klappen würde, das kann ja gar nicht. Da gibt es, Marion Williamson hat mal so einen Spruch gebracht und hat gesagt, es gibt keine größere Angst, bei den Menschen, als dass sie sich vorstellen, dass das, was sie sich ausdenken, wirklich real werden kann. Also, dass sie daran glauben. Also, ich habe da manchmal auch Schwierigkeiten, weil ich so wunderbare Sachen im Kopf habe. Aber jetzt hatte ich erstmal diesen Umsetzungskurs im Kopf, Fokus. Und ich habe ihn gemacht. Ich habe mir fünf Punkte aufgeschrieben und jeden Morgen erzähle ich dir dazu 11 Minuten lang was. Und dann wirst du mal sehen, wie bei dir die Post abgeht. Ich wollte gestern übrigens ein Postauto fotografieren oder filmen, was so fährt. Ich habe keins gefunden. Ich versuche es heute nochmal, damit das noch klarer wird, auch für dein Unterbewusstsein, dass die Post abgeht. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und ich hoffe, ich sehe dich im Replay oder in der letzten Folge morgen von Geschichten fasten. Es ist einfach, der Kurs ist pure Magie und vor allen Dingen ist der Leben pur.
Den ganzen von morgens bis abends ist da dein Leben abgebildet. Spannend, oder? Mach's gut und alles Liebe, deine Paragraphen, Silvia. Ciao, ciao.